Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Runde von Edna Brecht aus dem guten Brecheisen, aus dem guten alten Eisen. Wir sind hier zurück bei Lillis Harvest Neue Augen, nicht Edna Brecht aus, immer Edna Brecht aus, aber hey, wir sind hier mit Lillis guten Tagen und wir dürfen den Alkohol nicht trinken und ich glaube, einen Kaffee trinken werden wir in der Realität gespalten, aber weil ich direkt kühl. Sag mal, spinnst du denn? Bei dieser Kälte kann man sich schneller in der Kälte einhandeln. Was nicht heißt, dass ich krank wäre. Und dieses alkoholische Teufelszeug brauche ich erst recht nicht. Na gut, dann ja. Oh, danke. Ah, was ist das? Schnell, die Medizin. So. Endlich. Lecker. So schön. Der Flaschengeist hatte seine eigene Regel gebrochen. Offenbar war es in gewissen Situationen durchaus mal erlaubt, sich einen Schluck zu genehmigen. Was tust du denn da? Och nö! Ihn wegsaufen. Lilly hat jetzt den Herren ausgesauft. Ausgetrunken. Sieh mal, links, den Alkoholkerl ist jetzt mit dabei am Start. Ob das gut geht, das weiß ich selbst nicht. Aber sie wollen auf jeden Fall Feuer machen, den Eltern oder den Herren natürlich ausmachen und jetzt Alkohol saufen. Nicht schlecht. Und jetzt sind wir wieder hier, meine Freunde. Und jetzt dürfen wir durch. Nee. Dann müssen wir uns noch umstellen, nicht Depp. Was ist? Stimmt irgendetwas mit deinem Drink nicht? Was hast du denn? Der schmeckt doch bestens. Und dieses Brodeln in der Lunge. Wagga! Ich glaube, dem hat es gerade eine Runde. Irgendwas hat es dem, glaube ich. Können wir dem Valium geben? Wagga! Die Idee war gut, aber irgendetwas fehlte. Eine Luftpumpe. Wagga! Es sah nicht so aus, als würde sich der Barmann von alleine beruhigen. Lilly musste wohl etwas nachhelfen. Na gut. Wir haben es getrunken, ne? Was ist denn das? Du bist ja voll wie eine Haubitze. Los, ab in die Ausnüchterungszelle mit dir. Ja, das war eigentlich schon machen wollten. Und nun können ich hoffe, wir... Das ist ja eine Lehre, in deinem Alter schon zur Flasche greifen. Machte er nicht anders oder so. Und da war sie nun endlich, die Karte. Lilly war gespannt. Ein Hamster. Das war also das Geheimnis hinter der flüchtenden Karte gewesen. Vielleicht hatte Lilly endlich einen neuen Freund gefunden. Vielleicht war aber auch alles wie immer. Nun, Und da war sie nun endlich. Die Karte. Edna versteckte sich also in dieser Höhle am Moorsee. Aber
Moment mal, das wusste Lilly doch schon. Genau genommen war diese Karte sogar ziemlich nutzlos. Besonders, wenn Lilly bedachte, was sie alles angestellt hatte, um sie in die Finger zu bekommen. Oh, hier können wir nichts mehr machen, oder? Weil ich... Das Fahrrad war gut aufgepumpt, ja, wie sein Besitzer. Brauchen wir auch gerade nicht. Was ist? Hast du schon genug von der gesiebten Luft? Das hättest du dir überlegen können, bevor... Ach, herrje. Jetzt mach mal nicht so traurige Geräusche. Durch genau so ein Verhalten habe ich damals auch Edmund den Schlitzer auf freien Fuß gesetzt. Und du kannst dir nicht vorstellen, was mir das für einen Ärger eingehandelt hat. Es hat Wochen gedauert, bis die Eltern der kleinen Melanie wieder mit mir gesprochen haben. Ach, ich habe einfach ein zu gutes Herz. Ich lasse dich laufen. Aber du musst mir versprechen, nie wieder Unsinn anzustellen. Kannst du das? Oh. Ah, Markus, wir haben ja wieder einen Wollknäuel. Da können wir uns wieder... Oh, das Wollknäuel. Darf ich das nochmal sehen? Oh. Wieder hypnotisieren. Aha. Hypnotisieren. Wookie. Wookie, 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 Wookie. Was? Was? Na, Lilly, willst du etwa raus? Aha. Das dachte ich mir. Aber du säßest wohl kaum da drinnen, wenn du wüsstest, wie man sich anständig beträgt, oder? Kein Wort. Du wolltest mir doch nicht etwa widersprechen, oder doch? Aha. Nun, dagegen ist nichts einzuwenden. Widersprechen ist super. Manchmal widerspreche ich schon zum Frühstück 3 Scheiben Toast. Lecker Toast. Aber das wäre gelogen. Und wir wissen doch beide... Du sollst nicht lügen. Lügen sind böse. Uh-uh. Was? Natürlich sind Lügen böse. Warte, ich zeig's dir hier an der Tafel. Schau dir die Tafel gut an. Sie zeigt einige der Grundfesten unseres Rechtssystems. Zum Beispiel, dass Lügen böse sind. Wie? Nein. Natürlich sind Lügen böse. Es lässt sich leicht aus den 4 obersten Grundfesten ableiten. Gott ist gut und wahrhaftig. Der Teufel jedoch ist böse, mit viel Weisheit. Gott ist die Wahrheit, denn auch er ist voll der Weisheit. Der Teufel aber lügt mit all seiner Bosheit. Und darum sind Lügen immer böse. Die logische Kette, die einen dahin führt, kannst selbst du knüpfen. Es sind nur 3 kleine Schritte bis zum Ergebnis. Versuch es doch ruhig selbst. Okay, lass mal mit dem Tutorial beginnen. Hier ist eure Logik gefragt. Setzt Justitias Aussagen in Relation, so dass eine neue Aussage entsteht. Schafft ihr es, Justitia in nur 3 Zügen zu beweisen, dass Lügen durchaus gut sein können? Was machst du denn da? Daraus lässt sich ja gar nichts ableiten. Probier was anderes. Ja, das ist logisch. Teufel lügt mit all seiner Bosheit. Was machst du? Daraus lässt sich probieren. Was? Ja, alles klar. So und so. Ja, das ist logisch. Was machst du da? Probier. Oh, 1, 2, 3, 4.
Gott ist Weisheit. Ah. Na also, Lügen sind... Was? Lügen sind gut? Aber das kann doch nicht sein. Es scheint alles zu stimmen. Das ist doch... Weisheiten sind Weisheiten. Offenbar hatte sich Justitia geirrt. Wie es aussah, waren Lügen gar nicht so übel. Lilly hatte eine weitere Blockade gelöst. Ging ja sehr gut und sehr schnell auf jeden Fall. Wirklich wundergut, das Ding. Jetzt haben wir schon 4. Alkohol, Feuer, nicht wehren und dann noch lügen. Yeah. Geht alles klar. So, Freunde. Haben wir kurz lügen? Wir dürfen lügen und jetzt geht's ab. Aha. Du versprichst es also? Nie wieder Unsinn, ja? Aha. Und du flunkerst auch nicht? Na gut, dann werde ich dir wohl mal glauben müssen. Willkommen in der Freiheit! Ich hoffe, das ist dir eine Lehre. Aha. Solange es noch dunkel ist, solltest du lieber drinnen bleiben. Bei Nacht ist es da draußen viel zu gefährlich. Ha? Am besten, man bleibt zu Hause. Aber Lilly, wo willst du denn hin? Du hast doch gehört, dass es draußen gefährlich ist. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten schon wieder. Können. Bei einem Buchstabierwettbewerb zum Beispiel. Oder einem Rolf Zuckowski-Konzert. Und jetzt wieder mit dem wunderschönen Wollknäuel. Boogie. 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 Wo ist dann die Tote? Wir gehen raus. Nicht an die gefährlichen Orte. Wir ist immer noch das Rauchzeichen. Ist hier irgendwas anders? In den Satteltaschen gab es viel Platz für Proviant. So war... Hä? Komm mal kurz weiter. Lilly mocht sie Aber sonst gibt's hier nichts, oder? Jetzt können wir sich zum Sheriff rein, ne? Oh, Kaffee, auch hier Kaffee. Wir können das auch hier wieder auch raus teleporten, wenn wir wollen. Kommen Sie näher! Ach du, leider auch, wenn du ihn... Oder kommen Sie nach Lisa! Okay, wir können hier nichts mehr machen. Wir sind Ende aus. Mit dem Goldgräber können wir noch reden, wo das Ganze, wo das Zeug ist. Howdy nochmal. Willst du mich wieder wegen meiner Miene löchern? Dann vergiss es. Ich verrate dir den Weg nicht. Ach, wir kommen denn zum Schamanen hier? Als Lilly in die Flammen starrte, wurde ihr plötzlich ganz duselig. Ach so. Na, Lilly, hat dir der kleine Ausflug Spaß gemacht? Aha. Wir können mit dem Feuer reden eventuell, oder? Huch, bist du das Kleine? Sag mal, was hast du denn im Limbus verloren? Du bist doch nicht etwa... Hey! Aha. Oh je. Du Arme. Ich hoffe, du hast daran gedacht, dir Münzen für den Fährmann auf die Augen legen zu lassen.
Das ist ja furchtbar. Ohne Kleingeld ist man in der Zwischenwelt nämlich ganz schön aufgeschmissen. Und leider gibt es nur die eine Möglichkeit, weltliche Güter in die Welt der Trance und der Geister mitzunehmen. Man legt sie auf die Augen. Man legt sie auf die Augen. Wo haben wir denn Münzen hier? Wollen wir mal kurz saufen, kurz den Kaffee? Wir sind wieder in der normalen Welt, ne? Woogie, woogie, woogie. Wo haben wir hier denn Münzen? Gitterfenster, was soll man da machen? Kann man den Polizisten was für irgendwas machen können, aber ich keine Ahnung, was wir machen können. Komisch. Also, nie wieder Unsinn, okay? Du hast es versprochen. Ja, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Episode, wie wir da mit dem kleinen Habe weitermachen. Ich habe keine Ahnung. Wir sehen uns. Bis dann, meine Freunde. Viel Spaß.